Ich habe meine Position damals auf LinkedIn gefunden und hat mich damals so angesprochen, dass ich mich direkt beworben habe. Der Bewerbungsprozess war dann ein sehr smoother, würde ich sagen, ein sehr spannender und ja, zum Glück erfolgreicher Prozess. Wenn man sich über Lohmann und Rausch informieren möchte, kann man das natürlich übers Internet tun, unsere Homepage und auch Social Media, LinkedIn, Facebook, da sind wir auch vertreten. Ich habe mich einerseits fachlich auf die Bewerbung vorbereitet, sprich in meinem Fall mich mit dem Thema Mergers and Acquisitions im Detail auseinandergesetzt. Hier sollte man auf jeden Fall auch eine Hintergrundrecherche anstellen, um zu wissen, wo bewerbe ich mich denn da überhaupt. Der erste Arbeitstag war bei mir so, dass ich von der Dame in der HR-Abteilung in Empfang genommen worden bin. Also mir wurde vorab schon mein Dienstvertrag zugeschickt. Dann gab es mal circa eine halbe Stunde mal die ersten Grundinformationen mit einer kleinen Willkommensmappe, wo alle wichtigen Daten einfach drinnen stehen. Was auch ganz toll ist, wir haben jetzt einen Welcome Day, wo sich alle neuen Mitarbeiter vernetzen können, wo sie auch präsentiert kriegen, was die unterschiedlichen Abteilungen tun und wo man auch die Produktionsstandorte besuchen kann. Jeder Mitarbeiter, wenn er einsteigt bei Lohmann und Rauscher, erhält einen Einarbeitungsplan, wo im Prinzip alle Aktivitäten aufgelistet sind, die er im Zuge dieser Einarbeitung abhandeln sollte. Das heißt, man hat einen sehr strukturierten Rahmen und dieser Einarbeitungsplan hilft einem, einen sehr guten Überblick zu Lohmann und Rauscher zu bekommen. Dann ist es bei uns so, dass wir eigentlich immer schauen, dass wir einen sogenannten Buddy haben, der festgelegt wird, bevor der neue Mitarbeiter kommt. Das ist einfach eine Person, die sich bisschen intensiver um den neuen Mitarbeiter kümmert. Das hatte ich damals auch. Das war damals eine Kollegin. Und ansonsten muss ich sagen, habe ich mich nach 2 Tagen wie zu Hause gefühlt. Wir sind als Unternehmen sehr breit aufgestellt und man kann das jetzt eigentlich gar nicht eingrenzen auf spezielle Personen. Dadurch, dass wir einerseits Produktionen haben, Logistik, aber auch ganz normale Bürojobs, ist, glaube ich, jeder willkommen, auch Quereinsteiger ohne Vorkenntnisse. Man wird hier wirklich sehr gut ans Boot geholt. Klar, Lohmann und Rauscher ist eine Medizinproduktion, der Firma, die es sich ja als Vision auf die Fahnen geschrieben hat, das Leben der Menschen zu verbessern. Also wenn man eine generelle Einstellung hat, dass man Menschen weiterhelfen möchte, dann ist man bei Lohmann und Rauscher definitiv sehr gut aufgehoben. Wir suchen hier offene, kommunikative und flexible Persönlichkeiten.